Alles klar, jetzt bin ich auch wieder zu hören. Ja, hallo, danke, schön, dass ich hier sein darf. Meine letzte Erfahrung mit Joomla war lustigerweise auch in Salzburg. Ich habe hier vor vielen Jahren die Lehrer der Stadt und Land Salzburg in Joomla eingeführt, obwohl ich damals Joomla selbst noch nicht konnte. Es war spannend. Aber also ich kam damals aus einem Grunde, deswegen habe ich so indirekte Verbindung. Und ich habe vor vielen Jahren auch auf der CeBIT im CMS Garden mitgewirkt, von Seiten von Contao. Also ist für mich sehr unterhaltsam, jetzt wieder hier zu sein in diesem Kontext. Ich freue mich drüber. Danke für die Einladung. Jetzt bin ich aber auch nicht mehr privat hier, sondern ich bin von der Telekom hier, genau genommen die Telekom MMS, und darf heute hier über das Thema Design für alle sprechen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere da schon vielleicht davon gehört hat. Es geht darum, Webprojekte nicht nur im Sinne von Barrierefreiheit zu denken oder nur im Sinne von Usability oder anderen Bereichen, sondern ein übergreifendes Konzept dahinter zu sehen. Und das möchte ich heute mit euch hier einmal so ein bisschen durchgehen. Ganz kurz nur, ich muss ein klein bisschen Werbung reinstreuen, sonst kriege ich Ärger. Ich komme, wie gesagt, von der Telekom MMS. Das ist in Deutschland das größte Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit. Und wir testen barrierefrei, wir beraten dazu, machen auch Prüfprozesse und Gutachten und repräsentieren tatsächlich auch den Fachverband der Barrierefreiheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und Schulungen machen wir natürlich auch. Und das war es auch schon mit dem Werbeblock und gleich weiter zum Inhalt. Okay, was bedeutet denn Design für alle? Das Erste, was manche für mich ansprechen, das ist sagen so, das alle ist falsch, es muss klein geschrieben sein. Sag ich so, nein, nein, Design für alle ist tatsächlich ein gesetzter Begriff. Aber dazu komme ich nachher erstmal. Manche denken, Design für alle bedeutet nur Barrierefreiheit. Also für Menschen mit permanenten, temporären oder situativen Beeinträchtigungen. Ist richtig, aber das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Tatsächlich bedeutet es, alle Menschen im Prinzip. Und zwar wirklich im breiten Sinn zu denken. Also auch Menschen jeden Geschlechts oder jeder Geschlechtsidentität, Menschen jeden Alters, People of Color und so weiter und so fort. Alles, was damit reingehört. Und wenn man diesen ganzen Begriff nimmt, muss man wirklich an die Personen denken, die nicht nur eine Eigenschaft haben, sondern sie sind vielfältig. Wir haben beispielsweise, ich habe jetzt hier ein paar so Personas. Also Personas nochmal für die, die das nicht kennen, das ist ein Prinzip, man denkt sich in der Entwicklung oder Gestaltung Beispielpersönlichkeiten aus, die dann etwas repräsentieren. Und man sagt hier zum Beispiel, okay, Heike interessiert sich für Mode und Make-up und kauft zum Beispiel online ein, interessiert sich dafür. Wir haben Nico, der mag Produktvideos, Maria mag online ein Geschenk kaufen, Hussein mag Online-Kurse und bezahlt auch gut dafür. Finn hat keinen Kopf, hat irgendwie sein Gesicht verloren, ist schöne Animation. Der fotografiert und diskutiert in Foren. Ja, irgendwie super Animation gerade. Aileen reist beruflich gerne und bucht prinzipiell online dafür. Kim streamt PC-Spiele und ist Influencerin. Bernd erlebt Live-Konzerte über VR-Brillen, übers Internet. Und das sind nur ein paar Beispiele, wie unterschiedlich Menschen Web und digitales Umfeld überhaupt nutzen. Und natürlich idealerweise, wenn man dann zum Beispiel Shopbetreiber ist, möchte man, dass die alle kommen und bei einem im Webshop einkaufen oder irgendwas anderes online machen. Aber Menschen sind auch komplex. Dieselbe Heike, die sich für Make-up interessiert und für Mode, ist von Geburt an blind. Das ist eine permanente Beeinträchtigung. Und da kriege ich dann oft die ersten blanken Gesichter nach dem Motto: Moment. Wie kann das denn sein, dass sie blind ist, aber sich für die beiden Themen interessiert? Und ich sage euch, natürlich geht das. Dass Menschen sind vielfältig und kreativ. Die blinde Heike hat dafür super Lösungen, wie sie das hinkriegt, und sie macht ihr Make-up verdammt noch mal besser, als ich meins hinkriege. Genauso Nico. Er liebt die Produktvideos online, aber er hat aktuell für eine gewisse Zeit einen Ohrinfekt und hört schlecht. Das heißt, wenn diese Videos nicht untertitelt sind, hat er ein ernsthaftes Problem. Maria kauft gerne online Geschenke ein, hat aber das Problem, dass sie gerade Schwierigkeiten hat, ihr Gerät zu bedienen, weil sie ihr Baby im Arm hat, vorübergehend. Eine sogenannte kurzzeitige Einschränkung. Oder auch nicht 20 Jahre, naja, wie man es nimmt. Hussein mag die Online-Kurse, aber er hat die Schwierigkeit,
er lernt gerade die deutsche Sprache. Das heißt, wenn das Sprachniveau der Website, auf der er nach Kursen sucht oder in der App, nicht dem angemessen ist, wird er nicht in der Lage sein, sich die Kurse rauszusuchen oder zumindest erschwert in der Lage sein, sich die Kurse rauszusuchen, für die er super Geld ausgibt. Also er ist ein toller Kunde, den man haben möchte. Finn hat immer noch keinen Kopf, aber Finn, der Fotograf ist, hat gleichzeitig eine Rot-Grün-Sehschwäche. Das hat Auswirkungen darauf, wie er das Web oder auch eine App zum Beispiel benutzen kann. Wenn dann irgendwo in einer Anweisung steht, drück den grünen Button, wird es ein bisschen schwierig. Und wenn die, wenn zum Beispiel dort Beschreibungen von Angeboten rund um seine Fototechnik auf eine Art und Weise erfolgen, die auch wieder nur farbkodiert erfolgen, ohne ihm, also auch verständlich zu sein, dass man, ohne dass man die Farbe richtig identifizieren kann, wird diese Person auch eine Schwierigkeit haben. Eileen gleichzeitig ist, also sie reist viel, sie bucht online und sie ist eine Woman of Color. Und jetzt würde manch einer sagen, ja, und wo ist da jetzt das Problem? Das kann ich sagen. Wenn beispielsweise bei digitaler KI, wir hatten vorhin so ein bisschen das KI-Thema hier zufälligerweise gerade gehabt, diese Algorithmen, die da dahinter stecken, sind ganz oft, dass die einen ethnischen Bias haben. Und wenn dann beispielsweise in der KI-Technik was drinsteht, ich nenne jetzt ein Beispiel, dass die Person Angebote, je nachdem, wo sie herkommt und wie sie eingestuft wird, unterschiedliche Preise angeboten bekommt, kann es sein, dass Eileen rein aufgrund der Tatsache, dass sie Woman of Color ist, von der KI schlechtere Angebote bekommt und damit natürlich faktisch diskriminiert wird an der Stelle. Und Kim ist non-binary, ist Influencerin, wie gesagt, zockt Online-Spiele. Wenn jetzt zum Beispiel ein Webshop zwingend eine Anrede vorgibt, die aus Herr und Frau und Firma besteht, ist es für Kim eine richtig blöde Sache. Also das ist dann immer so ein kleiner Stich ins Herz, wenn man diesen Shop nutzt. Oder wenn es zwingend vorgegeben ist, sogar so eine Anrede auszuwählen. Oder wenn Kim vielleicht nicht nur non-binary, sondern auch noch eine Transperson ist und dann immer gezwungen wird, weil dieser Shop nicht flexibel ist, was die internen Bezeichnungen angeht, dass diese Person ständig mit dem alten Namen angesprochen wird. Das ist auch jedes Mal eine richtige persönliche Verletzung dieser Person, die da eigentlich Kunde ist und einkauft. Deswegen das auch hier. Ja, und Bernd, der VR-Brillen mag und Konzerte mag, ist übrigens 68. Und viele würden sagen, das passt nicht zusammen. Wie kann diese Person, die wir jetzt gefühlt in den Werbefotos schon als alten Tatterkreis darstellen, gleichzeitig in total modern in der Technik dabei sein und dafür Zielgruppe sein? Aber das ist einfach so. Also diese Beispiele, die ich hier nenne, ich habe die Namen verändert, aber ich kenne diese Personen. Jede einzelne dieser Personen kenne ich im realen Leben und weiß, die erleben diese Sachen und sie werden diskriminiert. Wenn Bernd losgeht in einen Laden, also sich auf eine Webseite geht und sich über VR informiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dort kein einziges Foto von einer Person in seinem Alter findet. Und wenn er versucht, dort mit dem Support zu sprechen, dass er wahrscheinlich am Anfang nicht mehr ernst genommen wird. Dabei hat er wahrscheinlich von den ganzen Leuten hier das meiste Budget zur Verfügung. Also, dummer Fehler. Deswegen nochmal ganz wichtig, jeder Mensch hat sehr viele Seiten und die eine einzige Eigenschaft definiert definitiv nicht den Menschen. Also nur jemanden einzugrenzen und sagen, ach, die Person ist blind. Aber dann übersehe ich halt die 10.000 anderen Eigenschaften dieser Person, die sie zu einer kompletten Person machen. Deswegen gibt es das Konzept von Design für alle. Es ist tatsächlich ein etabliertes Konzept, ein sogenannter Gestaltungsprozess, der ganz viele Dinge vereint, die manche schon kennen. Also Faktoren Usability übergeordnet, User Experience, Barrierefreiheit und diverse weitere Sachen. Diversität auch. Das heißt, dass wir sagen, das Angebot soll an sich für alle Personen einfach und sicher anwendbar sein, also benutzerfreundlich. Es soll anpassbar sein. Die Bedürfnisse der Person werden berücksichtigt und sie können ihre Angebote an ihre Bedürfnisse anpassen. Also beispielsweise, wenn jemand es braucht, kann die Person sich da einstöpseln und kann sich den Inhalt über einen Screenreader komplett ausgeben und vorlesen lassen oder auf eine Braillezeile geben lassen oder das Ding bedienen nur mit Tastatur oder was auch immer die Person braucht. Oder jemand ist kleinwüchsig, steht vor einem digitalen Terminal und kommt nicht an,
weil niemand vorher bei den ursprünglichen Personen es mitbedacht hat, dass eine erwachsene Person aber auch klein sein kann. Das sind fürchterliche Konstruktionsfehler im Prinzip, weil die einfach nicht aufscheinen in diesen Personas, in diesen Planungen. Und natürlich, das Ganze soll nutzerorientiert sein. Das heißt, die Vielfalt der Personen muss sehr frühzeitig berücksichtigt werden und vor allem aus permanentem Prozess auch verstanden werden. Das ist nicht etwas, was man einmal durchläuft und dann legt man es beiseite und das war's. Und diese Frühzeitigkeit ist wahnsinnig wichtig, weil jeder weiß, dass wenn man in der Entwicklung erst ganz am Ende etwas korrigiert, wird es richtig teuer und kann bedeuten, dass man große Teile des ganzen Dings wieder auflösen und neu machen muss. Wenn man das von Anfang an konsequent mitzieht, ist es eine ganz andere Geschichte und sehr viel günstiger. Gibt es auch ganz tolle Statistiken und Bilder dazu, die ich euch heute erspare. Gut. Ein Punkt, der gerne vergessen wird, das Ganze soll verdammt nochmal auch ästhetisch sein. Also wir alle lieben attraktive Dinge. Und es wird so oft vergessen, dass das ein gemeinsamer Faktor ist, der uns alle verbindet. Ist etwas wirklich attraktiv gestaltet, und zwar in der Bandbreite der Diversität, dann wird es auch eher gekauft. Ist etwas theoretisch super nutzbar, aber einfach potthässlich, wird sehr viel schwieriger, dass man sich das kauft oder nutzt. Und natürlich, es muss marktorientiert sein. Das Angebot muss breit aufgestellt sein und es wird durch Design für alle das gesamte Marktpotenzial nutzen. Also momentan verschenken Firmen online unglaublich große Marktchancen, um da Gewinn zu machen, weil sie einfach komplette Nutzergruppen links und rechts rausschneiden und vergessen. Ich mache einen Mini-Exkurs in die Gesetzgebung, weil ich weiß, es gab gestern schon etwas zu Barrierefreiheit und es gibt nachher auch noch mal was. Und ich dachte mir so, die werden sicher was dazu sagen, also halte ich mich zurück. Okay. Auf EU-Ebene gibt es tatsächlich ein Mandat, M473, Design für alle. Deswegen der Begriff ist Gesetz mit großem A. Das ist ein sogenanntes Standardisierungsmandat. Das heißt, die großen Normierungskomitees, wie zum Beispiel das SEN-Komitee, das manche noch so kennen, die haben den Auftrag bekommen, das ganze Thema in irgendwelche Normen zu gießen. Die haben das auch gemacht und haben daraus die DIN EN 17161 gebastelt. Die restlichen Zahlen spare ich mir. Die ETHN sagt, Barrierefreiheit von Produkten, Waren und Dienstleistungen sollen nach dem Design für alle Grundsatz oder Ansatz gemacht werden. Und diese DIN-Norm hat vor allem die Barrierefreiheitsgruppe im Blick und ältere Menschen. Lässt aber, das ist so, sie lässt die anderen Gruppierungen, die ich vorhin schon mal so ein bisschen genannt habe, alle links liegen. Das ist halt so, wie Gesetze manchmal oder Normen so sind. Diese DIN-Norm verweist wiederum auf den Sehn-Senelec-Guide Nummer 6, wo dann selbst so manche ExpertInnen in meinem Umfeld überrascht wird, dass dieses Ding existiert und dass es sogar richtig gut ist. Darin gibt es Leitlinien zur Barrierefreiheit. Also manche, die an den großen Normen ein bisschen scheitern, die sollten diesen relativ unbekannten Guide, also so unbekannt ist er nicht, aber in gewissen Kreisen ist er unbekannt, sollten den mal lesen. Da stehen nämlich richtig gute, hilfreiche Tipps drin rund um die Barrierefreiheit und eben auch Bedürfnisse älterer Menschen. Das ist sehr gut greifbar und damit kann man gut arbeiten. Und dann gibt es natürlich die berühmte europäische Norm 301549. Die hat das große Thema Barrierefreiheit jetzt auf breiter Basis. Und ich weiß nicht, ob hier alle gestern schon da waren, ob das da angesprochen wurde. Deswegen, ich mache einen ganz kurzen Schwung dazu. Übergeordnet gibt es noch diverse andere. Ich lasse die jetzt alle weg. Aber kurz gefasst gibt es jetzt ein großes Gesetz. In Deutschland ist es zum Beispiel, also übergeordnet gesehen ist es der European Accessibility Act, der das vorgibt. Daraus wurde in Deutschland zum Beispiel das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gemacht, aber alle EU-Länder mussten diesen Accessibility Act in irgendeiner Form umsetzen. Dann gab es dazu eine Verordnung und jetzt gibt es eine klare Frist. Und zwar Juni 25, da knallt es richtig theoretisch. Bis dahin müssen dann bestimmte Produkte und Dienstleistungen, und zwar von allen EU-Wirtschaftsakteuren, barrierefrei sein. Und das bedeutet auch, liebe SchweizerInnen,
wenn ihr was in Europa, also in der EU verkaufen wollt, trifft es euch auch. Ihr kommt da nicht rum. Ist einfach so Pech. Es ist auf breiter Basis. Sobald man in der EU Handel betreibt, wird es relevant. Und ich gehe einmal kurz auf die nächste Übersicht. Die ist interessant zum Abfotografieren für die, die das noch nicht in so einer Übersicht hatten. Und zwar ist die Frage, wer ist denn verpflichtet? Sämtliche Hersteller, sämtliche Einführer, sämtliche Händler, die in der EU arbeiten. Es gibt eine winzige Ausnahme für Kleinstunternehmen mit einem Budget, glaube unter 2 Millionen. Ich kann es selbst gerade nicht lesen hier. Aber im Großen und Ganzen die meisten trifft es. Und selbst diese Ausnahme ist wackelig, je nachdem, was man anbietet. Also da sollte man sich eigentlich, sobald man einen Webshop hat oder eine App hat, irgendwas, die winzigste Form von Zahlungsmöglichkeit drin ist, sollte man sich dringend von Rechtsanwälten beraten lassen. Da kommt was auf einen zu, wenn man es noch nicht weiß. Und vor allem, es ist diesmal kein zahnloser Tiger, sondern es ist diesmal so, wenn man sich nicht dran hält, kann es richtig übel enden. Also es gibt wirklich Strafen dafür, also Sanktionen bis hin zum Entzug, dass man dieses Produkt nicht mehr anbieten darf am Markt oder auch, dass es da richtig Sperren gibt im weitesten Sinne. Und es gibt eine Marktüberwachung und es gibt ein Verbandsklagerecht. Das heißt, ich weiß von diversen Verbänden aus dem Barrierefreiheitsumfeld, die scharren mit den Hufen, dass sie endlich mal ihre Rechte durchsetzen können. Und deswegen würde ich sagen, dringend ernst nehmen. Betroffene Produkte sind hier so ein bisschen aufgelistet. Ich greife jetzt bewusst den elektronischen Handel heraus, weil das trifft dann die breite Masse, die irgendwie mit Online und Bezahlung und dergleichen zu tun hat. Also das nur ganz grob. Wie gesagt, ich versuche diesen Bereich heute nicht wirklich aufzufangen, weil ich glaube, dass das an anderen Stellen hier schon aufgefangen wurde. Wie gesagt, hier nochmal die Übersicht. Also es gibt eben die DIN-Norm, es gibt die europäische Norm. Es gibt, ich habe hier jetzt noch aufgenommen, die Usability-Norm dazu und weitere Quellen, wie zum Beispiel Universal Design. Also in dem Sensenelec-Guide wird im Grunde klargemacht, dass Design für alle und die Prinzipien von Universal Design, die international bekannter sind, dass die in dieselbe Richtung gehen. Sie sind nicht eins zu eins das Gleiche, aber ich würde sagen, sie gehen Hand in Hand. Und dann gibt es noch weitere Gesetze. Ich pfeife jetzt drauf. So. Okay. Die weiteren Quellen sind aber aus meiner persönlichen Sicht Menschen. Also dafür kann ich nur ganz dringend plädieren. Hört nicht nur auf die Gesetze und die Richtlinien, hört nicht nur auf Menschen mit Behinderung und ältere Menschen, also hört bitte gerne, wichtig auf die, aber nicht nur, sondern Design für alle funktioniert nur, wenn man es wirklich in der ganzen Bandbreite anwendet. Dass eben Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, ethnische Herkunft, Behinderung, Krankheit, Religion, Weltanschauung, Bildung, Einkommen, sexuelle Identität, alles mit reingenommen wird. Klingt schlimm, so nach dem Motto, oh mein Gott, wie sollen wir das denn auch alles abdecken? Ich werde auf Beispiele gehen. Deswegen weg von der ganzen Pflicht. Ich muss es einmal drin haben, damit wir es erwähnt haben, hin zu den eigentlichen Vorteilen des Ganzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schuhe schon mal gesehen habt. Lass es einmal nochmal durchlaufen. Das ist ein cooler Effekt. Ups, und dann waren sie schon weg. Okay. Ich kriege jetzt hier dummerweise, Thema Barrierefreiheit, ich kriege jetzt gerade leider die Animation nicht gestoppt. Ganz kurz dazu, das sind die Nike Go Fly Easy Sneakers. Die wurden für Menschen mit Behinderungen entwickelt, damit die einfach ihre Schuhe leicht anziehen können, im weitesten Sinne. Und sind inzwischen am Markt so beliebt, dass sie halt für ein paar tausend Dollar über die Theke gehen, wenn man sie dann noch bekommt. Und dieser Curb-Cut-Effekt, ich gehe einmal kurz schon weiter gleich, dieser Curb-Cut-Effekt hat den Hintergrund, jeder von uns kennt die abgesteckten Bordsteine. Davon kommt es. Es geht um das Prinzip, es wird etwas für die Barrierefreiheit entwickelt und plötzlich wird es von allen übernommen, weil es für alle ein Vorteil ist und für alle praktisch ist. Das ist dieser Effekt, um den geht es hier auch. Und ich nenne hier jetzt einmal ein greifbares Beispiel. Zum Beispiel, also Design für alle ist ein Innovationstreiber. Wir haben bei Menschen mit dunkler Hautfarbe sehr lange das Problem gehabt, dass die, wenn Fotos gemacht wurden, dass also entweder haben die Farben waren fürchterlich oder die Abstufungen waren schlecht aufgenommen oder sie sind in der Dunkelheit verschwunden, also man hat sie gar nicht wahrgenommen.
Das heißt, eine komplette Nutzergruppe wurde an der Stelle immer vor den Kopf gestoßen von sämtlichen Anbietern, die in irgendeiner Weise mit Kameras zu tun hatten, Smartphones und Co. Und Apple hat das zum Glück erkannt, auch das Marktpotenzial an der Stelle erkannt, hat das Problem auch gelöst und macht jetzt etwas sehr Cleveres. Deswegen habe ich dieses Beispiel wirklich von der Webseite von Apple einmal hier reingenommen. Und das ist etwas, was ich euch gerne ans Herz legen möchte. Sie bewerben den Vorteil, also was diese Kamera jetzt Tolles kann, dass sie unter schlechten Bildverhältnissen ganz toll Farben, naturgetreu und Texturen super darstellen kann. Sie gehen nicht hin und sagen, so, liebe Leute, wir haben jetzt für People of Color hier was gemacht, wir separieren die jetzt mal, die dürfen das haben. Nein, sie bewerben für alle den Vorteil dieses Produkts. Und dann nutzen sie aber Produktfotos, die die Zielgruppe ansprechen, der People of Color. Sie sehen sich repräsentiert auf eine tolle Art und Weise. Sie werden aber nicht nach vorne gezerrt, so als Tokens, sondern es ist einfach selbstverständlich, dass sie hier sind. Und jeder, auch Menschen, die nicht nachvollziehen können, was es da für ein Problem im Ursprung gab, sieht anhand der Fotos, ja, die Werbebotschaft stimmt. Ich kann ganz toll diese Texturen sehen, auch der Haare die Texturen. Ich kann die schönen Farbschattierungen sehen bei dem zweiten Bild. Ich kann diesen amerikanischen indigenen Ureinwohner trotz dieses sehr dunklen Settings mit dunklem Anzug, Haut und Kontext, ich kann ihn super sehen. Also das heißt, wie man dann diesen Vorteil des Produkts transportiert, das ist natürlich, das ist der richtige Weg. Nicht die Leute nach vorne stellen, nicht sagen, Leute, jetzt haben wir hier in unserem Shop was gebaut, das ihr mit Tastatur nutzen könnt. Hier machen wir jetzt ein extra Kästchen für und nee. Macht es einfach und lasst es für sich wirken. Es bringt auch mehr Kundenzufriedenheit. Und jetzt könnte man mir nachsagen, dass es hier eine Apple-Werbung ist. Ich habe übrigens 3 Slides rausgenommen, wo lauter Apple-Produkte als Beispiele sind, was einfach daran liegt, dass die das richtig gut machen. Apple ist hergegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt von Apple, das es dazu gibt. Die haben ein ganz tolles Werbevideo gemacht, wo sie ihre Barrierefreiheitsfunktionen bewerben. Also dann, man sieht zum Beispiel eine Person, die im Bett liegt, offensichtlich Einschränkungen hat und über Sprache halt die Wetter-App steuert. Man sieht eine Frau, die mit ihren Füßen die App hält und durchscrollt, während sie sich schminkt. Man sieht eine blinde Person, die mit dem Handy wohin geht, zu ihrer Garderobe und sich dann vorlesen lässt, ah, okay, das ist das Handy erkennt, das ist ein rotes Jackett. Oder auch in dem Fall, in dem Videoclip ist es eine Frau, die über Vibration und über Text, eigentlich auch über Ton, aber den hört sie nicht, weil sie gehörlos ist, angezeigt bekommt, dass ihr Baby weint. Also viele tolle Barrierefreiheitsfunktionen, das sind nur 4 Beispiele, aber was das Tolle an diesem Videoclip ist, und deswegen hebe ich ihn hervor, ist, die Werbung wird nicht, also die stellt die Menschen, die Barrierefreiheit benötigen, an der Stelle nicht so in diese Bittstellerhaltung, sondern sie zeigt ihr Potenzial. Es ist eine unglaublich positive Werbung, also die Person zum Beispiel, die das mit dem Jackett hat, sieht man, das ist eigentlich ein Entertainer, der so einfach so seinen Alltag komplett eigenständig mit der digitalen Technik machen kann. Die Frau, die ihr Make-up macht, ist auch, die geht danach bewegt sich danach ins Auto, fährt selbst das Auto mit ihren Füßen und macht ihr Ding. Und sie zeigen alles immer in der Kombination, wie moderne Technik, wenn sie barrierefrei ist, funktionieren kann. Und gleichzeitig funktionieren diese Technologien ja für alle. Das ist ja das Wichtige. Es ist ja eben Design für alle, was dahinter steckt. Das heißt, die Nutzerkreise werden erweitert. Die Werbung repräsentiert Menschen in ihrer Vielfalt, ohne sie aber irgendwie so drauf rumzupieksen. Und die ganzen Hürden von der Nutzung des Ganzen werden auch verkleinert. Was ich zum Beispiel toll finde, ist, Apple bietet in den Stores extra nicht beworben als Kurse für alte Leute, sondern sie bewerben einfach Kurse zur Einführung in die Technik. Nach dem Motto, du weißt nicht genau, wie diese Smartphones gut funktionieren, komm her, wir machen das. Sie erwähnen mit keinem Wort, dass das für alte Menschen ist, schreiben aber im letzten Satz hin, übrigens, wer es braucht, sagt uns vorher Bescheid, wir können auch Hörschleifen anbieten. Und damit greifen sie 2 komplette Zielgruppen an. Sie sprechen einerseits einfach Menschen, die in Alters an, die unter Gehörinschränkungen leben,
und sie greifen aber auch vor allem, sie sprechen mit älteren Menschen an und senken die Hürden. Und es gab ein wunderbares Bild, das vor einer Weile auf Twitter rumgegangen ist, wo jemand in so einen Apple Store rein fotografiert hat. Links und rechts liefen drin die ganzen jungen, hippen Leute rum. Und in der Mitte hinten saßen an einem Tisch ganz eifrig lauter graumelierte Menschen und haben begeistert halt ihr Smartphone in diesem Kurs erlernt. Das ist ein unglaublich niedliches Bild, weil einfach so diese Kombination so toll zu sehen ist mit alt und jung und es funktioniert. Und sie sind gut angesprochen worden. Deswegen, also Design für alle erweitert vor allem die potenziellen Nutzungskreise und erhöht halt auch einfach an der Stelle die Zufriedenheit. Bei barrierefreien Funktionen nutzen wir heutzutage schon ganz viel davon in der breiten Masse. Also Sprachassistenten wie Siri wurden für Menschen mit Einschränkungen entwickelt, aber jeder von uns hat es heutzutage am Handy und kann es, wenn man möchte, nutzen. Untertitel wurden natürlich auch für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Aber heutzutage, wenn ich zum Beispiel im Bus unterwegs bin, ich sehe die meisten jungen Leute, die gucken sich auf YouTube oder TikTok oder irgendwas an und die haben es mit Untertiteln am Laufen. Selbstverständlich, ist völliger Standard geworden. Oder im Zug, manche leider nicht, da würde ich es mir wünschen, sie würden die Untertitel nutzen. Es ist da. Die optische Zeichenerkennung OCR wurde auch ursprünglich für Lesegeräte von blinden Menschen erfunden und ist natürlich heute aus der modernen Technik nicht mehr wegzudenken. Der erste kommerzielle E-Mail-Dienst wurde als Plattform für hörgeschädigte Menschen erfunden. Was wären wir ohne E-Mail heutzutage? Sprachsteuerung genauso, ist auch ursprünglich gedacht worden, nur für Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Spracheinschränkungen. Nutzen wir auch. Also jeder, der eine WhatsApp spricht, hat in gewisser Hinsicht Sprachsteuerungstechnik genutzt. Und Untertitel nochmal, um ein Beispiel zu bringen. Es gibt eine schöne Statistik, die sagt, 70% der Spieler von Assassin's Creed, diesem beliebten Computerspiel, nutzen Untertitel im Spiel. Das ist eine Accessibility-Funktion, die muss man aktiv einschalten, aber die Leute lieben es. Es hat sich einfach durchgesetzt. Also das heißt, Barrierefreiheit ist immer wieder Innovationstreiber und so sollte man es auch sehen. Ich muss mal ganz kurz auf die Zeit gucken. Die rennt mir gerade davon. Also muss ich mal ein bisschen... Okay. Noch mal ein paar, ich greife mal nur ein paar einzelne raus. Beispiele für Design für alle gibt es natürlich alle möglichen. Ein wichtiges Prinzip ist es mindestens Zwei-Sinne-Prinzip. Also etwas wird, eine Ein- oder Ausgabe ist für mindestens zwei Sinne möglich. Beispiel haptisches und akustisches Feedback oder Text und Akustik. Es gibt heutzutage Rauchmelder, die nicht nur über Sound gehen, sondern auch noch über Licht das Ganze anzeigen und Flutlicht sogar noch den Weg zeigen. Es gibt Netzstecker, die super flach sind und auch so konstruiert sind, dass man sie hinter Möbel bekommt, wovon wir alle profitieren und dass sie sehr leicht zu entfernen sind. Das ist vor allem für Menschen, die ältere Menschen sind oder allgemein Menschen, die mit Kraft nicht so gut arbeiten können, eine sehr hilfreiche Geschichte. Ich muss mal ein bisschen Dampf machen an der Stelle. Es gibt ein sehr schönes Zitat von der Seite Einfach für alle, die sagen, Barrierefreiheit ist für 100% der Besucher hilfreich, für 30% notwendig und 10% unerlässlich. Und ich finde, das trifft das Thema sehr schön an der Stelle. Das heißt, man kann eigentlich nur gewinnen mit dem Thema, auch wirtschaftlich vor allem. Oh, letztes Foto, dann klicke ich weiter. Okay. Und die Kombination ist auch toll. Dass man sagt, man kombiniert Usability mit Barrierefreiheit. Usability fordert, das ganze Ding soll effektiv sein. Also das Ziel soll vollständig und genau erfüllt werden können. Barrierefreiheit fordert, ohne fremde Hilfe. Das passt perfekt zusammen. Usability fordert, es soll effizient sein, also der Aufwand angemessen. Barrierefreiheit erfordert, ohne besondere Erschwernis. Kombiniert sich auch wieder perfekt. Usability fordert zufrieden. Also es soll so funktionieren, wie erwartet und mit einem positiven Ergebnis. Barrierefreiheit sagt, in der allgemein üblichen Weise, also auch wieder perfekt aufeinander passend. Das heißt, diese Aspekte lassen sich immer wunderbar kombinieren. Und jetzt gehe ich kurz in die praktische Umsetzung. Ich frage mal ganz kurz, bis 45 oder bis voll? Okay, dann darf ich noch ein bisschen Ruhe haben. Okay, gut. Wie macht man denn das Ganze jetzt? Das ist eigentlich die praktikable Frage. Das Wichtigste ist erst einmal, dieser Prozess muss von ganz oben vorgegeben werden.
Es funktioniert nicht, wenn das irgendwo auf unterster Ebene versucht wird, sondern das ist, man muss die Chefetage davon überzeugen. Es muss auf operativer Ebene, auf strategischer Ebene müssen diese ganzen Werte, Ziele und Visionen also verstanden werden, was es bringt und auch geteilt werden. Und dann muss das in das Unternehmen gebracht werden. Oder, und auch zu Kunden. Auch bei Kunden muss man die oberste Ebene damit abfangen, sonst wird es nichts werden. Auf operativer Ebene müssen natürlich die Techniken, Praktiken und Methoden dafür erlernt werden. Wie macht man das? Und taktisch geht es nochmal um die ganze Organisationskultur, also Thema Identität, Verantwortung und Regeln. Man muss das in die Breite, also ins Breite, ins Team reinbringen. Nur wenn da alle wirklich verstehen, wofür man das macht und sie mitziehen, werden sie das auch machen und nicht versuchen, immer links und rechts zu umgehen. Sonst, das hat sonst einfach keine Basis. Und diesen Kreislauf kennen manche vielleicht aus dem sogenannten Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme. Das sind wir im Usability-Bereich. Das heißt, man sagt, man muss erstmal den individuellen Nutzungskontext verstehen. Also das heißt, richtig herausfinden, welche Personen gehören da alle dazu, was brauchen die, in welchem Umfeld nutzen die das. Und mein Tipp ist, bitte ratet nicht im stillen Kämmerchen. Fragt die Leute einfach. Sucht euch VertreterInnen von dieser jeweiligen Gruppe, über die ihr euch überlegt habt, über die ihr euch informieren wollt, und dann fragt die. Wenn ihr toll seid, fragt ihr 5 Personen aus dieser Gruppe, 5 verschiedene. Dann habt ihr, mehr müssen es gar nicht sein, fragt 5, dann kriegt ihr schon 10 Meinungen. Das reicht schon. Findet das raus. Natürlich spielt von außen Unternehmenskontext rein. Wenn ihr gewisse Vorgaben einhalten müsst, und nicht, man kann da manchmal nicht gegenarbeiten, dann ist es halt so, muss man mit reinnehmen. Dann geht es um die Nutzungsanforderungen, also man muss dieses ganze Umfeld wirklich verstehen, in welchem Kontext das dann intern eingesetzt und umgesetzt wird. Da spielt natürlich wieder ein, welche Ressourcen haben wir, wie viel Budget haben wir, wie viele Personen da, haben wir überhaupt das Wissen im Team, müssen wir es uns erst irgendwo besorgen. Die Lösungen müssen gestaltet sein und jetzt springe ich ein bisschen, dann kommen wir in den Test und die Konformitätsaussage. Das heißt, der Test bitte soll nicht heißen, dass ihr, also ja, die Entwickler von mir aus können hergehen und können sagen, oh, ich habe einen Screenreader, ich teste mal mit dem Screenreader drüber, ist gut. Aber ganz ehrlich, ihr werdet den Screenreader nie so nutzen wie eine Person, die blind ist und den Screenreader immer nutzt. Das ist sind völlig unterschiedliche Vorgehensweisen. Das heißt, ihr könnt gerne mal vortesten und werdet ein paar grobe Fehler sicher finden. Aber ganz am Ende sollte das jemand testen, der in diesem jeweiligen Kontext auch wirklich daheim ist. Und dann sind wir bei der Konformitätsaussage, dann geht es einfach nur um die Frage, haben wir denn jetzt den ursprünglichen Zweck, den wir erfüllen wollten, haben wir ihn erfüllt, ja oder nein? Wenn nein, fangen wir wieder bei 1 an. Wenn ja, freuen wir uns und gehen zu Punkt 5. Der wird nämlich immer vergessen. Punkt 5 ist, wir überwachen das ganze Ding. Und überwachen heißt, beim nächsten Patch, beim nächsten Update, beim nächsten neuen Feature, gucken wir, ob wir das eigentlich immer noch erfüllen. Das wird nämlich dann gerne, fliegt es dann plötzlich, irgendwann fliegt es wieder langsam raus aus der ganzen Reihe. Und natürlich, wir versuchen das Ding fortlaufend zu verbessern, denn die Lösung, die man beim ersten Mal entwickelt hat, heißt noch lange nicht, dass die auf Dauer die beste Lösung ist, sondern Technologie entwickelt sich, CMS-Systeme entwickeln sich, auch da kommen ja alle paar Jahre neue coole Sachen dazu, die man im Blick haben muss oder die dann auch mal negativ reinspielen, also muss man es wieder beachten, da weitergehen. Auch das kürze ich gerade so ein bisschen ab. Und jetzt möchte ich mir noch mal ein schönes Beispiel geben, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Also, Design für alle, wie testet man das? Wenn man jetzt nur Usability testen würde, würde man sagen, ich bin Aileen, ich bin 40, ich bin renommierte IT-Expertin, ich nutze beruflich Web-Apps etc., ich reise beruflich viel und buche online. Das wäre so eine typische, stark verkürzte Persona, über die würde man dann testen. Wenn ich jetzt dazu den Anteil Barrierefreiheit dazu nehme, erweitert sich das. Dann ist es Aileen, 40, sie ist Autistin. Jetzt kriege ich manchmal dann danach so Fragen, nee, kann nicht sein. Eine Autistin kann nicht viel reisen. Und dann sage ich, ach Gott, Leute. Ich kenne Autisten, die renommierte Experten auf ihrem Gebiet sind, die auf größten Vorträgen arbeiten und die viel reisen. Das fordert diesen Menschen wahnsinnig viel ab. Aber sie tun es. Also, bitte nicht in Klischees abrutschen. Es gibt autistisches Spektrum ist groß. Es gibt welche, die würden das nicht, wären dazu nicht in der Lage. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es die das definitiv machen. Also, sie ist Aileen, sie ist 40, sie ist jetzt auch Autistin.
Also es ist immer noch die gleiche Person. Also wir reden hier die ganze Zeit von der gleichen Person. Sie möchte klar strukturierte und animationsfreie digitale Interfaces. Eindeutig formulierte Texte ohne Redensarten wären für sie auch wichtig. Das ist jetzt super verkürzt. Da gibt es dann rundherum noch eine ganze Menge mehr, was für sie toll wäre. Und wenn ich jetzt dazu noch den Aspekt Design für alle so ein bisschen ergänzend dazu nehme, dann erfahre ich noch, oh, sie ist Woman of Color. Digitale Anwendungen sollten sie bitte nicht diskriminieren. Sie würde zum Beispiel es gut finden, logischerweise, wenn Fotos nicht Stereotyp sind oder auch Texte. Und Algorithmen sie zum Beispiel nicht mit rassistischem Bias benachteiligen in ihrer digitalen Nutzung. Design für alle sind alle drei Aspekte zusammen. Das heißt, Design für alle nimmt den Barrierefreiheitsanteil, den Usability-Anteil und ergänzt noch um gewisse weitere Faktoren. Und das alles ist Design für alle. Und ich nehme mir die Zeit, und ich habe die Folien irrtümlich vertauscht, aber ist egal. Ich nehme mir noch ganz kurz die Zeit. Ich nehme noch ein Beispiel, damit es greifbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr eure Webformulare, wenn ihr auf eurer Webseite ein Formular habt, und ich halte es für wahrscheinlich, dass ihr irgendeine Art von Formular drauf habt. Wie ist denn das? Kann man in euer Formular einen Namen eingeben, der weniger als 3 Zeichen hat? Oder kriegt man eine Fehlermeldung, die einem sagt, das ist falsch? Wusstet ihr, dass es international einige Länder gibt, wo Menschen Mononamen haben, die aus 2 Buchstaben bestehen? Bar ist ein kompletter Name. Vor- und Nachname, alles. Das heißt, also darf man bei euch unter 3 Zeichen eingeben, was erstaunlich viele Formulare schon rauskickt. Ist man gezwungen, dass man Vor- und Nachname eingibt oder wenn man den Nachnamen weglässt, kriegt man eine Fehlermeldung? Es gibt da draußen hunderte Namen, die in Konstellationen funktionieren, die eben nicht beides haben. Und wie sieht es denn so mit diesen anderen Beispielen auf, die ich da habe? Ich habe die bewusst gewählt. Nur den letzten Punkt hier vergessen, offensichtlich. Schickt doch mal die Namen durch eure Formulare. Guckt einfach mal, was passiert. Im Idealfall, ich würde mich sehr freuen, wenn nichts passiert und die Namen sauber durchgehen. Aber das sind mal so ein paar so gängige Beispiele, wo Leute heutzutage bei Webseiten an dem simpelsten Ding überhaupt komplett scheitern mit ihrem echten eigenen Namen oder vor den Kopf gestoßen werden. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die zum Beispiel asiatisch klingende Namen haben, die sagen, sie wissen schon lange, sie sind in jedem Formular, wenn sie in Europa unterwegs sind, gezwungen, ihren Namen falsch einzugeben. In eigenen höchstpersönlichen Namen, weil diese verdammten Formulare, diese Namensverifikationen auf eine Art und Weise haben, die sagen, dein Name gilt nicht. Also wie kann man einen Kunden noch mehr vor den Kopf stoßen, als schon beim Eingeben seines eigenen Namens? Das nur so mal als Beispiel. Oder wie ist denn das mit den Produkten-Werbefotos? Habt ihr auf eurer Webseite oder im App Fotos von, also Frauen, jetzt sagen wir es wie von Frauen, ich sage, nee, gleich viel. Männer und Frauen, sind es gleich viel? Guckt doch mal nach. Zählt mal. Fangt mal ernsthaft an zu zählen. Und habt ihr darauf Menschen mit Behinderungen zu sehen? Ältere Personen? Oder sind sie alle jung, knackig, um die 30 und haben alle den gleichen Bart? So. Habt ihr People of Color drauf? Und wenn die, mal angenommen, ihr habt die, erscheinen die auf Augenhöhe mit den anderen Personen? Oder ist es so, dass da vorne einer den ganzen Frauen erklärt, wie die Welt funktioniert? Oder ist es so, dass die behinderte Person offensichtlich völlig hilflos wirkt? Oder die ältere Person wahnsinnig hilflos ist und auf keinen Fall mit der modernen Technik zu tun hat? Einfach nur mal so Gedankengänge. Oder dass die Person, People of Color, dass diese Person vielleicht im Hintergrund im schlimmsten Fall als Putzfrau zu sehen ist. Also vielleicht sollten die aber auch mal die sein. Vielleicht kann der ältere Herr der Verkäufer sein, der die coole moderne Technik erklärt. Vielleicht kann die Woman of Color diejenige sein, die den Vortrag hält auf diesem Vortragsfoto. Und so weiter und so fort. Also, oder eben auch ganz selbstverständlich die Person, die vielleicht einen Arm offensichtlich nicht hat, trotzdem das Produkt erklären. Warum denn nicht? Die Person hat einen Anzug an, erklärt das Produkt. Ist doch egal, ob der Arm da umgeklappt ist, oder also diese Ärmel umgeklappt ist oder nicht. Und der letzte Punkt, den ich unbedingt anregen möchte, haben Sie denn, wenn Sie die Fotos ausgewählt haben, also habt ihr dann Gruppen, Menschen aus diesen Gruppen gefragt, ob sie diese Fotos auch gut finden?
Weil nur weil wir diese Fotos ausgesucht haben nach diesen Prinzipien und denken, jetzt hätte man alles gedacht, das heißt noch gar nichts. Also ich habe schon erlebt, ich habe Konzepte entwickelt, habe Sachen gemacht und ich dachte eigentlich, ich wäre wirklich fit auf diesem Thema. Habe das dann ein paar Women of Color gezeigt, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, sorry, aber diese eine Sache, da sieht jeder von uns, dass niemand von uns das ausgewählt hat. Und es war halt eine kulturelle Sache, die ich nicht verstehen konnte, weil ich einfach nicht drin bin. Also man sollte die Leute immer fragen. Und ich mache einmal noch ganz kurz das Ding. Also nochmal abschließend die Folie, warum lohnt sich das Ganze? Wir regen Innovation und Kreativität an. Wir beziehen alle Personen ein. Wir identifizieren neue Produkte und Chancen, erkennen neue Marktsegmente. Wir erfüllen und übertreffen die Erwartungen der Kundschaft, verbessern die Kundenbindung und das Image. Wir halten die behördlichen Bedingungen ein, ja, und vermeiden sogar noch Strafen dabei. Yay, Gewinn. Gut, also das ist so sozusagen die Zusammenfassung zu diesem ganzen Thema. Ich lasse noch einmal kurz das Foto machen. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne los damit. Machst du die Folie aus? Okay, wunderbar. Oder ich glaube, du warst die erste vorhin schon gewesen. Es hängt davon ab, wie du rangehst. Also Beispiel, ich nenne ein Beispiel. Wenn du eine Webseite hast, in dem du ein Produkt hast, das ausschließlich sich zum Beispiel an Frauen richtet, dann ist es verständlich, wenn du nicht ausgewogen Männer und Frauen auf den Werbeproduktfotos hast. Das ist naheliegend. Aber es wäre gut, wenn du dann darauf achten würdest, dass du zum Beispiel auch Women of Color mit dabei hast und vielleicht, das wäre wunderbar, wenn das für dich in Ordnung ist, vielleicht auch noch eine Transfrau mit dabei hast, um da diese Bandbreite, soweit es geht, mitzunehmen, wenn es für dich in Ordnung ist. Aber natürlich, wir sehen es schon im Kontext, aber alleine, dass sich ein Team hinsetzt und fragt, wer kann denn alle unsere Kunden sein? Beispielsweise kann ich auch ein Foto haben, wo eine Frau mit einer offensichtlich einer Behinderung drauf ist. Und nicht alle Behinderungen sind natürlich offensichtlich, aber für Fotos, die nicht offensichtlich sind, ist es schwierig, die darzustellen. Also wenn du da versuchst, den Kreis dann schon breiter zu denken, dann hast du ja schon ganz viel gemacht und wahrscheinlich sehr viel mehr als 80% der Konkurrenz. Aber natürlich, in dem Fall würde ich dann auch sagen, nee, da würde ich natürlich Männer nicht drauf haben, wenn ich mich ausschließlich mit einem Produkt zum Beispiel an Frauen richte. Dann ist es, also es wäre absurd. Okay. Ja, also die Formulierung ist in den Gesetzen meistens so formuliert, dass sie sagen, wenn du eine offizielle Norm, die es für dieses Gebiet gibt, erfüllt, dann wird von Konformität ausgegangen. Das wäre auf europäischer Sicht, wäre das die EN 301/549, die ihrerseits in gewissen Bereichen sich auf die WCAG bezieht. Aber das ist sozusagen die Kurzform. Also wenn wir jetzt innerhalb von Europa ist wirklich maßgeblich die EN 301/549. Die ist online, kosten, also eintippen, diese Nummer eintippen, gibt sofort online in verschiedenen Sprachen ausgegeben. Aber dann eben nicht nur für Web, sondern wirklich auch nach Software, Hardware, alles Mögliche unterteilt. Weil das Bild wird ja breit gefasst. Ich habe es jetzt heute hier rausgenommen, aber theoretisch könnte man sagen, wenn ich ein Webprodukt habe wie einen Shop, muss ich ja das Denken von Anfang bis Ende, nicht nur den Shop, sondern ich muss auch noch meine Vertragsunterlagen eigentlich mitdenken, dass die barrierefrei voll zugänglich sind. Ich muss am besten auch meine Verpackung mitdenken, dass die so ist, dass eine Person mit wenig Kraft zum Beispiel die öffnen kann, ohne sich anzustrengen. Also keine Plisterpackungen mehr. Bandbreite. Nein, du musst nicht.
Wofür, deswegen habe ich das ganz kurz einmal ausgeführt bei der gesetzlichen Sache. Die gesetzliche Sache, diese übergeordnete Norm, spricht von Barrierefreiheit und älteren Menschen. Man kann sich dann aus den weiteren Gesetzgebungen rauslesen, dass eigentlich niemand, wenn er einkauft, also zumindest in Deutschland, ich denke, es wird in jedem Land ähnlich sein, zumindest in den mitteleuropäischen Ländern, dass dann auch diese anderen Gruppierungen nicht diskriminiert werden sollen. Daraus könnte man sowas herauslesen, aber da müsste man sich auch erstmal jemanden finden, der dann deswegen Ärger macht. Ich plädiere dafür, eben nicht nur die Gesetzgebung zu sehen, sondern auch wirklich die Menschen zu sehen und tatsächlich auch beinahe einfach den wirtschaftlichen Faktor. Also beides in Kombination spricht sehr dafür, dass man sein Blickfeld erweitert und das in der breiten Form sieht. Aber ich muss auch realistisch sagen, es ist so, es gibt leider immer noch Länder, auch in Europa, wo selbst Firmen, die sehr divers denken, sich dort momentan noch sehr einschränken, was sie für Produktfotos bringen, weil sie dort sonst massiven Gegenwind bekommen würden, weil es kulturell nicht gewollt ist. Ist ein Thema für sich. Ich wäre dafür, das trotzdem zu machen, aber ich bin dann ja auch nicht die Geschäftsführerin dieser Firma. Es soll ja einfach nur die Gesellschaft repräsentieren. Also wenn ich das Gefühl habe, ich gehe auf eine Seite und die versuchen das so krampfhaft, dann ist es krampfhaft. Das ist nicht das, wie es sein soll. Es soll einfach nur die Breite der Gesellschaft repräsentieren. Also das ist die Empfehlung, die dahinter steckt. Und wie sehr man das ausprägt und in welcher Form, das liegt natürlich jedem selbst. Also ich kann nur den Blick öffnen dafür und sagen, Leute, diese Probleme gibt es und diese auch wirtschaftlichen Chancen gibt es und danach muss das jede Firma für sich selbst finden, wie sie damit umgeht. Ja. Okay. Es gibt eine Marktüberwachung, die das dann ab diesem Zeitpunkt testen könnte, also dass die drauf gucken, die werden normalerweise von jemandem darauf hingewiesen, dass zum Beispiel eine Person sich da diskriminiert fühlt und meldet sich da. Die werden auch eigenständig losgehen, aber es ist praktikabel, die können ja nicht alles prüfen. Die prüfen das und dann kontaktieren die und sagen, da gibt es ein Problem und dann muss man darauf reagieren. Eigentlich ist jeder selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, wenn er das Produkt auf den Markt bringt, wie bei den CE-Kennzeichen, dass er das erfüllt. Also das muss man vorher eigenständig machen. Man kann sich dann natürlich, man kann das selbst versuchen oder man kann sich unter anderem wie die Telekom MMS Unternehmen suchen, die sowas dann professionell testen für einen. Aber im Prinzip ist jeder eigenständig verantwortlich und muss es auch selbst sicherstellen. Wie gesagt, ist jeder, der mit CE-Kennzeichen zu tun hatte, weiß das, man muss selbst das machen und dann kann es überprüft werden, wenn es soweit ist sozusagen. So, ich glaube... Dann war's. Danke nochmal an der Stelle und schönen Tag noch.